Nur beim Menschen findet diese Erweiterung auf die Begehrensaufspreizung statt. Wie weit das erprobt werden kann, wie weit das gehen könnte in der Erotik bis zur Ekstase, was in der Erprobung der Ausdehnung der Aufnahmen in diesen Panes et Circenses Spielen, in diesen Unterwerfungsspielen der Macht getrieben werden kann, ohne dass das zu behandelnde oder mit Höchstleistungen zu traktierende jemals beschädigt oder unterworfen werden könnte. Denn auch das ist nur ein metaphorischer, ein metamorphotischer Vorgang, der die metonymen, theriotischen, sichtbaren Prozesse der Handreichungen und der Behandlungen und der Diensterweisungen durch die Masokomplizen oder durch die Dominatrices als jenes Zaubergaukelspiel zelebriert, um das es dann letztlich gar nicht geht, sondern nur eben als Vorspiel, als Machtmetaphern, Erprobungs-, Austestungs-, Rituale, eleusische Mysterien, die nur die Annunziation, die Vorbereitung sind auf die eigentliche Metapher, die eigentliche Metamorphotisierung, das eigentliche Ankommen des abgöttlichen Phallus, der allein von existenzieller Gefahr sein könnte und der dann, der dann das Produktergebnis, den Abzweig, den Ableger, den kindlichen Kaiser bringt, die Fortsetzungskette des unsterblichen Keimplasmas, die nur auf diese Rekombinatorik hinaus will, als das zugrunde liegende, wahre, reale, das vollkommen unsichtbar hinter den Vorhängen bleibt. Was für eine Inszenierung, mit welchen Mitteln, mit welchen Apparaturen, mit welchen Organismen. Auch hier die Aufforderung, dass es immer nur einen einzigen, unären, uniken, letztgültigen Zuschlagsmoment gibt. Weshalb die andere Seite, diese ultimative Verwerfung, Aussichtslosigkeit als Gegenprogramm des Abwurfs, des Aufrisses, des Aufbruchs darstellt, auf dessen finsterem, unsichtbaren Fallgrund erst die ganze Positivierung des Weltenbühnentheaters in seiner dreidimensionalen Farbigkeit und Buntheit erigiert, aufrichtet.